Hi, ich bin Mirko. DTF, DTG, direktes Druckverfahren, indirektes Druckverfahren, blickt ihr da noch durch? Ich versuche euch das heute mal so ein bisschen näher zu bringen. Das Wichtigste, beides sind digitale Druckverfahren. Das heißt, wir arbeiten nicht mit analogen Druckformen oder so. DTG, also Direct to Garment, benutze ich dann, wenn ich die Brust oder den Rücken mit fotorealistischen großen Motiven ausrüsten muss. DTF würde ich dann benutzen, wenn ich besondere Stellen auf meinem Textil habe oder ich sehr, sehr scharfkantig drucken will. Besondere Stellen sind für mich zum Beispiel, wie ich das jetzt hier gemacht habe, eine Bauchtasche oder noch eine Kapuze ganz nah an den Saumnähten oder einfach auf den Ärmel. Das ist im direkten Druckverfahren nicht immer so einfach. Das heißt, DTF gibt mir die Möglichkeit, das schnell und unkompliziert zu lösen. Es ist nicht nur die Druckposition oder das Motiv, was mich jetzt pro DTF oder pro DTG entscheiden lässt. Es ist auch das Material. Sehr fein, sehr grob. Das sind alles Faktoren, die die Wahl des Druckverfahrens beeinflussen können. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich den Druck geschlossen bekomme oder das Druckbild wirklich brillant auf dem Material funktioniert, dann nutze ich persönlich immer den DTF-Druck. Auf groben, schweren Materialien kann es ganz oft schwierig sein, die Vorbehandlung richtig aufzubringen, die Tinte schön liegend zu bekommen. Da benutze ich dann einfach DTF. Es ist viel einfacher, ich klebe auf das Textil, das heißt, diese ganzen Risiken kann ich damit einfach eliminieren. Im DTG-Druck oder dem Direct-to-Garment-Druck ist die Vorbehandlung eigentlich der wichtigste Punkt in der ganzen Produktion. Ihr müsst einfach schauen, dass jeder Bereich vernünftig vorbehandelt ist. Mit dem Russell-Sweater habe ich dann den großen Vorteil, dass ich keine Angst haben muss, dass mir irgendwie der Polyesteranteil im Textil durch die Farbe schlägt, also dass mein Weiß auf einem schwarzen Sweater grau wird. Ich habe einen 100% Baumwolloberfaden und dementsprechend ist das Risiko gleich null. Natürlich gibt es auch Kunden, denen der Griff oder das Handfeel einfach sehr, sehr wichtig ist. Das solltet ihr in eurer Entscheidung einfach berücksichtigen. DTF, der kann schon mal sehr, sehr folienartig wirken. Dagegen der DTG-Druck, der ist viel, viel mehr mit dem Textil verbunden. Das ist jetzt auf einem Russell-Sweater oder auf einem groben, kompakten Material natürlich nicht so schlimm, kann aber bei leichteren Materialien, wie zum Beispiel T-Shirts, so ein bisschen folienartiger und steifer wirken. Egal für welches Druckverfahren du dich am Ende entscheidest, also DTG oder DTF, mit dem Russell Authentic Sweat wirst du am Ende gute Druckergebnisse erreichen. Alle Informationen zu den Textilien, die wir benutzt haben und auch die Informationen zu dem Drucker von Rico findest du in den Beschreibungen.